wenn ich in einer Vorlesung sitze und Mitschriften mache und dann plötzlich eine Formel kommt, die ich sehr, sehr, sehr gerne habe, dann zeichne ich obviously ein Herzchen dort her, weil wenn man etwas gerne hat, darf man es zeigen. Und Mathe ist meine Leidenschaft und voilà. Mein Name ist Ece Saar, ich bin 20 und studiere Mathematik im 4. Semester an der ETH. Ich habe sehr oft am 8. Uhr schon Vorlesungen da. Das heisst, ich komme so schön gemütlich mit dem Trämmchen und sitze dann in meiner ersten Vorlesung. Natürlich darf der Kaffee nicht fehlen. Ich bin nicht irgendwie so hochbegabt in Mathe oder so, dass ich Sachen so schnell verstehe. Ich brauche wirklich viel Zeit, um all die Konzepte zu lernen. Die grossen Stoffmengen, die man hat, das ganze Hinterherkommen in den Vorlesungen und so und die ganzen Übungsserien, wenn man auch so, keine Ahnung, 5 Fächer parallel hat, das ist schon recht viel. Meine grösste Motivation, um das zu machen, ist, ich will einfach Schüler für das Fach Mathe begeistern. Ich war auch selber Gymnasiumschülerin, dort ist das Fach nicht wirklich populär. Und ich will das Mindset ändern und das halt, dass sich meine Schüler auf Mathe freuen. Also ihre Einstellung sind sie, oh mein Gott, ja, ich kann Mathe. Mathe ist ein Fach, das sehr wichtig ist und auch wirklich immer zunehmend wichtiger wird. Es braucht einfach Leute, die Freude haben an ihrem Fach und auch die Freude könnt weitergeben, die Begeisterung könnt weitergeben, weil nur wenn der Lehrer Freude hat und die Schüler Freude haben, nur dann kann man auch wirklich etwas bewegen. Mit der ETH Youth Academy, dort hat mein ganzer ETH-Weg angefangen. Da bin ich auch das erste Mal wirklich in Kontakt gekommen mit der ETH. Wir haben auch diverse Kurse gehabt, eben da vor Ort an der ETH. Und ich muss sagen, es hat mir so sehr gefallen, als Gymnasiumschülerin an so eine richtig gute Hochschule zu kommen und auch da ein bisschen Uniluft zu schnuppern. Und ja, ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass ich jetzt sagen kann, okay, also ich bin jetzt nicht irgendwie Gymnasiumschülerin da, sondern ich bin Mathematikstudentin da an der ETH. Und ich finde auch, so langsam Lerner können es schaffen. Also bleibt wirklich dran und das kommt gut.